Ein herzliches Willkommen wieder einmal zu einer weiteren Ausgabe des Intersoner Delfs Magazins hier aus dem Intersoner Delfs, genauer gesagt von der Prima Terrasse. Neben mir sitzt die Restaurantleiterin, die Frau Frank Sabine, und das aus einem guten Grund. Wir haben nämlich wieder in einer Woche das Oktoberfest, genauer gesagt am Freitag, den 28. September und am Samstag, den 29. September. Wie jedes Jahr haben wir wieder für tolle musikalische Highlights gesorgt. Heuer spielen am Freitag, den 28. September von 13 bis 18 Uhr die Grieskogler auf. Und tags darauf, am Samstag, marschieren wieder die Musikkapelle Delfs und die Polizeimusikkapelle Innsbruck um 11 Uhr am Vorplatz des Intersoner Delfs ein und spielen dort bis ca. 13:30 auf. Danach, am Nachmittag, geht es weiter mit den beliebten Fördi und Drefs, die wir die Jahre zuvor schon bei uns hatten. Sie sorgen für gute Stimmung von 14 bis 18 Uhr. Und was darf bei einem Oktoberfest nicht fehlen? Genau, die passenden Getränke und Speisen. Um die Getränke sorgen sich wie jedes Jahr die beiden Delfer Paradewirte, der Sturmgerry vom Gerrys Pub und der Löffler Michel von der Michels Sommerschenke. Es gibt natürlich wieder das allseits beliebte Palanerbräu. Neben diesem Bier gibt es natürlich Limos, Weine, Longdrinks und Schnäpse. Das heißt, kommt keiner zu kurz. Und bei den Speisen gibt es wie jedes Jahr natürlich wieder deftige Schmankerl. Wie gewohnt gibt es bei uns unsere allseits beliebten Grillhühner. Wir haben auch Grillstelze, Weißwürste, weiße und rote Bratwürste. Und vor allem, wir haben einen selber gemachten Kartoffelsalat. Er kommt nicht aus dem Kübel und schmeckt hervorragend. Es täte uns freuen, wenn wir sie bei uns begrüßen könnten, und bringt gute Laune, Hunger und Durst mit. Des Weiteren möchte ich noch ankündigen, dass wir auch für die Kleinen ein wenig was geboten haben, nämlich ein kleines Kinderkarussell und einen Süßigkeitenstand. Jetzt bleibt uns nur mal zu hoffen, dass das Wetter passt. Letztes Jahr hat uns ja dieses leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hatten wir nämlich einen Wintereinbruch. Das hoffen wir natürlich heuer nicht. Sollte es dennoch so kommen, werden wir das Oktoberfest um eine Woche nach hinten verschieben. Wenn dies der Fall ist, dann werden alle rechtzeitig informiert. Und wir hoffen dann einfach, dass die Woche darauf das Wetter dann mitspielt. Trotz allem sind wir bestens vorbereitet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf gute Stimmung. Auch die Sabine mit ihrem Team ist bestens vorbereitet. Wir sehen uns beim Oktoberfest, wenn es wieder heißt, O-Zaft ist im Intersoner Delfs. Eine Ankündigung habe ich noch für Sie. Und zwar haben wir wieder im Oktober den Verkauf der beliebten Regio und Snowcard und heuer neu den Verkauf des Freizeittickets Innsbruck. Diesen übernimmt ab heuer die Oberbaufußer Bergbahnengesellschaft. Der Verkaufsstand befindet sich ebenfalls im ersten Obergeschoss auf der gegenüberliegenden Seite vom Regio- und Snowcard-Verkaufsstand, nämlich im ersten Obergeschoss vor dem Dom Taylor Casual und Dom Taylor Kids. Und zwar zu den jeweils eingeblendeten Verkaufszeiten. Die Regio- und Snowcard werden Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr verkauft. Und das Freizeitticket Innsbruck auch am Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Also liebe MoneTV-Zuseher, im Intersoner Delfs ist Ende September und den ganzen Oktober wieder einiges los und geboten. Wir starten Ende September mit dem allseits beliebten Oktoberfest durch, hoffen natürlich auf schönes Wetter und auf zahlreichen Besuch. Des Weiteren sind alle drei wichtigen Freizeittickets, nämlich die RegioCard, die Snowcard und das Freizeitticket Innsbruck, bei uns erhältlich. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute fürs Oberland und bis bald im Intersoner Delfs.